Suche bei dem Asteroiden von Gehenna starten. Schauen wir mal, was wir finden. For thousands of years, the old Kith clans worshipped Sajuk as the great maker whose hand shapes what is. It appears he is neither god nor myth. He is real, and Makan knows this. Genna is a large asteroid field located beyond the Outer Rim, deep within the Vega reaches. The Bentuzi have given us the coordinates of the Oracle. Intelligence data indicates there is a large military installation protecting extensive archaeological dig sites. It is surrounded by hyperspace inhibitors. We have located a weak point. Prepare to disengage hyperspace. We have exited hyperspace on the outskirts of the Genna asteroid field. The Vega's hyperspace inhibitors are located on asteroids throughout this sector. We must destroy the inhibitors and disable the field if we are to reach Genna undetected. The Vega command station is located here. It must be neutralized. Long-range scans detect heavy Vega activity in this region. Advise caution. New research available. New upgrades available. Das wird jetzt alles nicht zu einfach auf jeden Fall. Wir wollten in das Gehenna-Asteroidenfeld eindringen. Wir müssen hier Hypersprung-Inhibitoren vernichten. Also die sind Hypersprung-Störgeräte. Und wenn wir das erledigt haben, also die müssen wir zerstören, um unsere Präsenz zu verbergen. Und wenn das erledigt ist, müssen wir die Kommandostation hier auseinandernehmen. Und angeblich sind die Vega hier sehr aktiv. Warte mal. Ja, oh, hervorragend. Da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Asteroiden zum Abernten. So. Resource Collector, mobile Raffinerie, fliegt mit. Wo waren sie denn jetzt? Wo fliegt ihr jetzt gerade nochmal hin? Da oben. Ja, da. So, flieg mal da oben auch hin. Was haben wir jetzt alles? Infiltrationsfregatten, Marinefregatten. Ach, okay. Das ist die Frage. Ich müsste mal abchecken, wie gut die wohl verteidigt sind. Nicht außerhalb von meiner Sensorreichweite. Ich werde es auf jeden Fall erstmal verbesserte. Okay, wie man sagt, mein Trägerschiff können wir ein paar bessere Sensoren basteln. Verbessertes Forschungsmodul für mein Mutterschiff. Mobilraffinerie. Ich baue einfach mal eine Sonde, um so zwischendrin mitten abzuchecken. Für Schlachtschiffe. Torpedofregatten. Hervorragend. Assembly underway. Gucken, Flakfregatten habe ich 4. Davon brauche ich dann eine weitere. Ich hätte gerne von allen Fregatten 4 Stück. So, da ist auch eine Speed, Defense, Speed, Defense, Speed, Defense. Ionengeschützplattform. Das ist auf jeden Fall eine gute Defensive. Was macht der? Ja, Annäherungssonde müssen wir beim Bauen abchecken. Yep. Wenn er die getarnte Schiffe aufdecken kann. Nur in Flugrichtung, okay. So, die Probe. Resource Collector awaiting instructions. Ist ready. Einmal ein paar Meter weiter hier in die Richtung. Ganz vorsichtig. Wir wollen jetzt nicht. Ich hoffe mal, dass ich dadurch jetzt nichts aufschrecke. Na? Torpedo Frigate complete. Kiegis. Ach, eine Minenleger-Korvette. Habe ich hier irgendwas? Nee, ich habe es.
Trägerschiff. Oh, die sind aber gut aufgestellt bei den Dingern. The enemy is using hyperspace gates to bring in reinforcements. Use this to our advantage. Marine frigates will be able to capture the gates. What? Marinefregatten können diese Tore hier einnehmen, so ein Hyperraumtor. Wie geil ist das denn? Oh, jetzt wird meine Probe wahrscheinlich abgeschossen. Da ist noch ein Trägerschiff. Also wir müssen uns langsam von der Seite hier ranarbeiten. Die schwere Raketenfregatte, die würde ich aber gerne übernehmen. Okay, meine Probe wird doch nicht angegangen. Gut für mich. Confirmed. So, Steuerung 4, Steuerung 5. Ready. Group 5 designated. Torpedo-Frigate. Bomber. Torpedo-Frigate. Ah, Abfangjäger ready. Ist ein bisschen mau gerade. Da kann ein Masterschiff noch mal irgendwas produzieren. Production underway. Aber wir können gar nicht so viele Jäger insgesamt basteln. Dann machen wir nur mal 4 Abfangjäger. Korvetten. 2 Plätze sind belegt. Geil. Die Elites, die leben immer noch. Elite, die sind sehr gut gegen Jäger. Wir machen aber auch nochmal was gegen Korvetten und Fregatten. Wir haben jetzt gerade erstmal ein paar Ressourcen, die wir verwenden können. Das sind, wie viele sind es denn hier wohl insgesamt? Oh, es wird auf jeden Fall schnell weniger. Das heißt, wir haben auch nicht so viel Zeit. So, Minenjäger-Korvette. Group 2 standing by. Group 5 copies. Torpedo frigate complete. Ja, wir müssen uns eigentlich jetzt schon eher ins Gefecht stürzen, als es mir lieb ist. Oh, ungerne. Ich werde auf jeden Fall zusehen, dass ich ihm da. Ah, na gut. Interceptor squadron complete. Copy. Strike group confirmed. Das regeln wir jetzt einfach mal so. Ihr fliegt gleich einfach gemeinsam in die Schlacht. Ach, hier kriege ich jetzt noch einen Ressourcensammler. Wobei, da brauchst du auch gar nicht mehr hinzufliegen, glaube ich. Copy. New formation acknowledged. Strike group coordinates locked in. So, bewegt euch einfach mal schön langsam, aber zielstrebig in die Richtung. Meine Torpedo-Fregatten. Müssten ihn eigentlich in Ruhe zerlegen können, tatsächlich. Ach, das Trägerschiff, das patrouilliert hier auch noch, oder wie habe ich das? Das finde ich mir gegenüber ein bisschen ungerecht, ganz ehrlich. So, mal hier rüber. Ready. Destination locked in. Underway. Folgst ihn einfach mal. Guard-Befehl. Verteidigst die Torpedo-Fregatte und du verteidigst den Elite-Bomber. Oh, die leben immer noch. Das ist auch super, superbe. Einfach mal hier noch eine Probe hin. Nachher bauen wir uns nochmal eine dritte zusammen, die jagen wir da hinten zur Station rüber. Aber hier ist dann nachher viel zum Einnehmen, das ist perfekt. Reporting. Reporting. Strike group moving into position. Strike group moving into position. Ready. Ihr müsstet ja eigentlich die Range haben, ne? Forschen wir nochmal ein bisschen was zum Upgrade. Minenjäger-Korvette. Ich will mal eben wissen. Ach schade, sehe ich gar nicht, was der Voraussetzung hat. Na komm, wir erforschen die Ionenplattform. Kann im späteren Verlauf ja nicht schaden. So, und ihr macht jetzt mal auf Distanz, werde eben hier. Supporting friendly units. Resource collector under attack. Gunship squadron complete. Das Trägerschiff ist. Resource collector lost. Ach, verdammt, ihr hässlichen, ihr da oben. Resource Collector destroyed. Roger. Alle runter zum Mutterschiff. I got one. Ich glaube, wir haben da oben auch sowieso das meiste abgeerntet. Wir werden hier dann gleich nochmal. Achso, hier ist alles löch. Das ist natürlich scheiße. So, wir können das Hyperraumtor einnehmen, hat er gesagt. Reporting. Resource Collector lost. Reporting. Na, ich weiß. Ich habe sie auch schon abgezogen. So, Group 4. Einfach mal hier alles einnehmen, was geht. Group 4, Group 5. Group 5 copies. You're looking fine. New upgrades available. Moving to intercept.
Confirmed. Das ihr, Copy. Das ihr, das ihr. We've got a situation here. Ja, ich weiß. Acknowledged. Flaggfregatte. Lock all weapons on target. Group 5 reports enemy contact. At ease. Yes, I know. Attack coordinates locked in. Raketenkorvetten. Wenn ihr das jetzt schafft, den da zu nehmen, das wäre wirklich so schön. Oh, jetzt sind alle hier. Mach hier passiv verhalten. Ach, Kikis, jetzt kommen sie von allen Seiten hier angelaufen. Hoffentlich schafft ihr das. Pulsar Gunship Squadron complete. Group 5 under attack. We're drawing heavy fire. I'm taking hits here. Standing by. Marines going in. Passive tactics confirmed. Standing down. All right, stage one complete. Let's take the bridge. Enemy unit captured. Friendlies under fire. Moving. Sauber. What's our damage? Attack coordinates locked in. Group 4. Angriffsfregatte. Oh, du bist gleich hinüber. Reporting. Destination locked in. Target acquired. Lock and load Marines. We're going in. Schwere Raketenfregatte. Schön. Go, go, go. Ja, go, go, go! Zu viel Counter-Strike gezockt, wa? Oh, wie schön es ihn da zerlegt. Das ist aber hervorragend. Ah, du wirst gleich wohl hinübergeschreddert sein. Paff! Standing by. Under fire. Requesting orders. At ease. Taking damage, please. Heavy fire confirmed. Acknowledged. Marines going in. Strike group coordinates locked. Ah, ihr habt mir jetzt aber nicht hier... Let's take the bridge. Oh, ihr Dödel, ey, ganz ehrlich. Roger. Jetzt haben sie mir doch noch hier das Tor zerlegt, ne? Scheiße. Ich wette, das hätte richtig geil Reinforcements gegeben. Ich habe extra auf defensiv gestellt, damit die hier nicht einfach so hoch vor sich herballern. Und was ist? Ja. Scheiße. Group 5 existiert nicht mehr. Marine Frigate under attack. Group 4 reporting. So, wir bauen jetzt mal hier das verbesserte Forschungsmodul. Group 3 reports victory. Stand down. We're on hold. So, Group 4. Ach, Raketenkorvetten. Group 4. Wir können sie auch nur angreifen. Laid in. Moving to destination. Reporting. Half. Next. Ist auch vollkommen egal für die, von welcher Position aus sie feuern, ne? Ich bin einfach draufgegangen. Durch den Asteroiden könnt ihr euch leider nicht schießen, ihr Schießt. Drawing heavy fire. Attack vector laid in. Oh, wie viele sitzen da denn drauf? So, Mothership ist erstmal safe. Meine Helis, bitte auch wieder hier zum Mothership. Reporting. Oh, da kommen jetzt immer noch wieder mehr rein, ne? Lock all weapons on target. Group 3 copies. Group 4. Group 3 copies. Group 4 standing by. Launching pods. Group 4 und Group 5. Wenn wir das jetzt gut anstellen, vom Timing hier. So, lassen wir Gruppe 5 vorfliegen. Gruppe 4 hinterher, die können sich dann den schnappen. Die können wir auf jeden Fall nochmal vielleicht was einnehmen. Oh, Trägerschiff. Ich hoffe, dass ihr mir dieses Mal hier nicht das Tor kaputt schießt. Jo, I know, baby. Copy. So, Defensive Tactics. Geht einfach nur auf das Minenlegerteil. Bitte. Nur auf das Minenlegerteil, sonst nichts. Group 2. Da sind Bomber. Kikis. Ja, sie gehen auf die erste vorfliegende Fregatte. Das ist perfekt. Weil die noch relativ viele Trefferpunkte hat. Oh, aber es werden auch schnell weniger. Schnell hinter und einnehmen. Ihr schafft. Alter. Jetzt weicht er auch noch aus, die Sonne. Die Raketen, die könnten ihn tatsächlich noch erwischen. Target acquired. Lock and load Marines, we're going in. Moving to destination. Oh. We're going in. Enemy neutralized. Gut. Wenn jetzt nichts mehr darauf reinkommt, haben wir's. Resistance encountered. Encountering light resistance. Let's finish this. Copy. Intercept course punched in. Ich sollte doch auch nicht das Hyperraumtor angreifen, verdammt nochmal. Mothership Advanced Research Module complete. Standing by. Capture target acquired. Stand by for insertion. Move order confirmed. Acknowledged.
Alright, hang in there. Du sollst doch nicht aufhören, das Ding da einzunehmen. Oh, gleich schießt es wieder. Ach, gut. Ihr guckt nur auf das da. Konzentriert euch. Macht nicht zu viel kaputt. Ich will dieses Hyperraumtor haben. Ich wette, da kommen schöne Reinforcements rein. Es kann nur zu unserem Vorteil sein, wenn wir das schaffen. Attack vector laid in. Roger. Locked on target. Group 4 copies. Target confirmed. Latch points locked in. Was denn? Warum lässt du ihn wieder los? Du sollst ihn einnehmen. Ach ey, du Stümper. Group 4 reporting. Ihr plus ihr. Resistance encountered. Acknowledged. Defensive Tactics, denkt dran. I'm taking hits here. Shit. Stand down, we're on hold. Target confirmed. Ja, das dauert alles irgendwie länger mit dem Wechseln als... Ach doch nicht, ihr alle, verdammt. Das kommt mir irgendwie ein bisschen buggy vor. Yeah, jetzt haben wir gleich das Überraumtor. So, jetzt der Ruf. Ich wollte schon sagen, warum brichst du mittendrin ab? Das geht aber fix, ehrlich. Yes! Interceptor Squadron under attack. Good work, people. The bridge is ours. Ready. Ready. Macht ihn nieder! Roger. Okay, es gibt jetzt auf jeden Fall keine coolen Reinforcements, wie ich es erwartet hätte. Das ist ein bisschen schade. Ihr könnt jetzt schon mal anfangen, das kaputt zu schießen. Confirmed. So, ich will mal sagen, das Mothership kommt jetzt mit hier rüber. Mothership underway. Kein Bock, so lange da noch zu warten, dass es vorangeht. Warte mal, so, meine Resource Collector, da sind aber jetzt echt wenig geworden, scheiße. Geht dort sammeln. Es gibt da noch genug Punkte, wo man Ressourcen sammeln kann, da ist nachher auch noch richtig viel. Setzt es sich jetzt, ist es in Bewegung? Jo, es fliegt, sehr gut. Ach, das habt ihr super gemacht. So, alles was in der Lage ist, möge da bitte einmal angreifen. Zerschmettert die ollen Sprung in Dings hier, die Lidoren. Alten Überraum-Störgeräte. Stay sharp. Ah, was kommt da? Raketenkorvette. Kleine schnuckligen Teile, ihr werdet gleich auch zerlegt werden. Ja. We caught him napping. No problem. Roger. The second hyperspace inhibitor has been destroyed. Standing by. Ready. Ach ey. Also Homeworld 1 Remastered hat definitiv schneller auf das reagiert, was ich hier so an Eingaben gemacht habe. Auch so viel am Qualm hier. Ich muss gleich mal hier ein paar Sammler losschicken zum Reparieren. Aber ich habe auch gar nicht mehr so viele. Ressourceneinheiten sind auch mega mau gerade. Einen baue ich mal. Mehr aber auch nicht. So, es hat jetzt aber keine großartigen, besseren. Roger. Strike group. Prepare for assault. Four copies. Target confirmed. Latch points locked in. On our way. Confirmed. Group 4 under attack. Nein, Group 4 wird nicht angegriffen, aber die schwere Raketenfregatte, die gehört gleich uns. Roger. Acknowledged. Defensive Tactics, denkt daran. No problem. At ease. Nicht kaputt schießen, was ihr nicht kaputt schießen sollt. So, und rüber. Wir machen das hier schön Stück für Stück in aller Ruhe. Keine Risiken eingehen. Oh. Group 5, hinter. Guidance failure. We're losing control. Launching pods. Acknowledged. Na, hoffentlich schießt er jetzt nicht nochmal auf ihn, dann ist er nämlich hinüber. Such dir lieber den hier als Ziel aus. Na? Shit. Oh, kacke. Das, den Beschuss hält er nicht aus. Ich glaube, da muss ich mir gleich mal ein paar neue bauen. Gibt es leider auch nichts, womit man die so kurzzeitig schön außer Gefecht setzen könnte oder sowas. Ah, oh. Group 4 destroyed. Alle, ruft da. Verdammt nochmal. Hat keinen Sinn. Stay sharp. We're drawing heavy fire. Na, mach's gut. Group 5 defeated. Ja, ein bisschen bitter.
Ach komm, ja, wir wenigstens das Trägerschiff mal ein bisschen hier rüber. Das dauert ja so ewig, bis das Mothership mal weiter vorankommt. Alter Schwede. So, was haben wir hier denn noch alles? Reporting. Du sollst auch zum Ressourcenfeld. Ach toll, es ist leer, alles leer. Ah ne, da ist noch, doch noch was. Ready. Also ich habe hier echt auch so gar nicht mehr den Plan irgendwie, wie das ausschaut mit den Missionen und so was. Ready. Confirmed. Understood. Alles abgeerntet, das ist so gemein. We caught him napping. No problem. Ja, die Pride of Figaro ist ja unterwegs. So, du da. Hier haben wir ein bisschen was qualmt. Ready. Die Bomber sowie alle. Confirmed. Ja, hier steht zwar Helis, aber. Jetzt hinter die Korvetten einmal hier andocken. Und dann sollte es auch bald wieder besser sein mit eurem Zustand. Ist tatsächlich nur die Torpedo. Oh, hier der Elite-Bomber. Fast verloren. Ich schätze mal, den anderen Elite-Bomber habe ich verloren. Ja, doch. Ist auch nur noch ein Netzer übrig von dem Squad. Echt schade. Hätte ich besser aufpassen sollen. So, du da. So, du fliegst zum Reparieren. Das Mothership schleicht sich langsam voran. Die mobile Raffinerie ist jetzt auch mal hier am Start. Sehr gut. Dann gehen wir noch recht schnell. Warte mal, wie viele Ressourcen sind es im 4,5? Das ist noch okay. Copy. So, wenn ihr alle einmal drin wart, solltet ihr prinzipiell repariert sein, ne? Clear to dock. Repairs initiated. Roger. Acknowledged. Standing by. Na gut, einmal langsam in die Richtung. Wir können ja zumindest so halbwegs scouten. Einfach durch unsere Nähe. Das soll ja wohl schon mal reichen. Ready. Der Rest sieht hier echt noch gut erhalten aus. Respekt. Rohstoffsammler. Schöner Funkenflug auf jeden Fall. So, perfekt. Dann kannst du mal hier rüber mit deinen Kollegen da weitersammeln. Oh, sieht aber auch wohl doch noch ganz gut aus da hinten, was die Ressourcen angeht. Mothership. Na, du kannst keine Fregatten bauen. Was hast du hier? Construction underway. Wir müssen auch schon vier lossetzen, ansonsten wittert wieder nix. Es sind auch direkt so teuer. 700. Da habe ich nicht mal direkt instant zusammen an Kohle, aber ich brauche multiple Ressourcensammelpunkte. Geht nicht anders. So, fliegt nochmal ein bisschen näher ran. Schön hier in die Mitte von dem Zeug. So, wie viele Collector sind jetzt hier? Vier Stück sind nur hier. Acknowledged. Na, ich will nicht die mobile Raffinerie. Confirmed. Fünf Stück. Alter, wo ist denn der Angriff gerade? Der hat mir wirklich, der hat viel gekostet, das, was sie da abgelegt haben, ey. Ja, das sieht doch schon mal wesentlich besser aus. Schön, dass du gerade hier so fein, fleißig reparierst. So, eine ist gleich fertig. Ich würde mal sagen. Oh, schwere Entscheidung. So, Mothership, du baust auf jeden Fall schon mal Rohstoffsammelschiffe. Es reicht noch nicht so ganz zum Scouten tatsächlich. Oh, ein bisschen näher ran. Jetzt müssen aber bald mal fertig sein, oder? Bomber. Abfangjäger. Jawohl. Das Squad Elite Bomber haben wir wenigstens nochmal gerettet. Weil also das Verhältnis einfach von dem, was die einstecken können. Geschwindigkeit, der Schaden, den die anrichten. Ach, das ist einfach unvergleichlich. So. Den Resource Collector hätte ich gerne. Und zwar, wo habe ich denn das Ding zerlegt? Aber mal, da sind. Nochmal. Das sind aber auch blöde Positionen zum Ressourcen sammeln, ganz einfach. Du fliegst mal hier rüber. Move order confirmed. Zum Sammeln. Scoutender Art und Weise. Confirmed. Moving to destination. Oh, nee. Hey. Confirmed. Warte mal. So, wo bist du? Resource Collector. Quatsch, du bist da hinten. Ready. So, hier sind ein paar schöne Ressourcenfelder. Ready. Rohstoffsammler dahin. Confirmed. Acknowledged. Bin mal gespannt, was uns hier gleich erwartet.
So, ihr auf jeden Fall alle auch schon mal rüber da. So, die Minenkorvette und das Hyperraumtor. Ja, das dürft ihr auf jeden Fall schon mal zerlegen. Na, da kommen die Flakgeschosse und die Raketen. Mach's gut! Ah, das ist doch direkt schon mal ein bisschen hübscher. Ihr fliegt jetzt nicht einfach dahin und schießt ihn kaputt. Das kann ich nicht akzeptieren. So, meine Marine-Kollegen. Mal rüber und das Ganze da einnehmen. Noch eine Marine-Fregatte. Habe ich jetzt tatsächlich alle Marines schon fertig. Resource Collector complete. So, wo wart ihr jetzt? Da oben. Schön viele Ressourcen, die wir da einsammeln. Ihr Freund, das hat sich auf jeden Fall gewohnt. Ja, ist klar, gute Nacht, Benji. So, bam bam, nochmal Emil. Ich hasse es. Ich hoffe, dass da irgendein findiger Typ bald rausfindet, wie man das Ganze. Copy. Group 4 assigned. Lock all weapons on target. Im Fenstermodus starten kann und trotzdem auf Full HD hat. Weil derzeit ist es so, wenn man im Fenstermodus startet, hat man halt nicht Full HD. Target acquired. Lock and load Marines. Sondern ich weiß nicht, wie die Auflösung heißt oder wie groß das ist oder so was. So, Mothership, eine mobile Raffinerie. Und noch zwei davon. Und du baust mir auch zwei Rohstoffsammler noch. Rohstoffsammelschiff. Up, up and away. Ah, schön. Ja, jetzt läuft das langsam wieder. Dann können wir vielleicht auch nochmal mit ein paar Upgrades bald beginnen. In der Forschung. Oh, nichts, was hier großartig Schäden genommen hat. Ah, sauber. Na komm, na komm, na komm. Zeig mir was Schönes hier. Ich will auf jeden Fall nochmal was sehen. Dass das Sprungtor zum Beispiel irgendeinen Nutzen hat. So. Haha. Enemy Crew defeated. Das hört sich immer sehr geil an. Da sind die Marines halt tatsächlich auch dabei gewesen, an Bord des gegnerischen Schiffes zu gehen. Das gefällt mir aber ganz gut. Yay! Mobile Refinery. So, du gehst erstmal das Sammeln. Mobile Refinery kommt ja hier gleich rausgepurzelt. Fliegst auch mal darüber. Ah, hier folgt. Wenn den ersten Stress der Mission hinter sich gebracht hat, dann ist das alles noch recht gemütlich insgesamt. Ah, Kikis, da ist jetzt auch schon gar nicht mehr so viel zu holen. Ihr sammelt da mal da den weiteren Rest ein. So, sammeln fahren. Und sammeln fahren. Und ich vermute, dass hier doch nur noch einiges an Ressourcen sein dürfte. Under fire? Echt, schießen die Teile zurück, oder was? Nee, ihr schießt ja nur zurück. Ihr schießt nur drauf, die schießen nicht zurück. Die Teile sind einfach nur... Und im Hyperraum. Den Hyperraum. Sprung zu stören. Hyperspace jump and move our fleet to within striking distance of the command station. Taktischen Hyperraumsprung. Und wie soll das aussehen? Jetzt springt er tatsächlich einfach drüber, ohne dass ich weiter erden kann. Ey, hakt oder was? Ich brauche die Ressourcen. Ich kann doch nicht einfach wegspringen. Das ist schon arg ungerecht. The Vega Command Station is located here. It must be neutralized. Yes, I know. Ach, ist jetzt wirklich echt meine komplette Flotte da eingesprungen? Ready. Resource Collector complete. Flieg hier zum Ressourcenhaufen. Es ist aber schon echt, ich fühle mich ein bisschen verarscht. Muss ich meine Ressourcensammler erst noch wieder mühselig in Position bringen? Ready. So, ihr fliegt da oben sammeln. Vier Stück, da sollten jetzt gleich noch mehr rauskommen. Die anderen vier quasi, die schicke ich dann zu dem anderen Ressourcenhaufen. Angriffsfregatten. Ja. Echt jetzt? Torpedofregatten sind? Achso. Alles klar, das was ich gebaut habe, ist hier vorne noch schön parat. Parat! Resources downrange.
Jo, sehr zart. Also habe ich pro Ressourcenfeld auf jeden Fall mindestens 5 Sammler. Eine Fregatte, also eine mobile Raffinerie. Ich würde mal sagen, wir gehen ein bisschen hier. Na, Speed braucht man nicht. Ein bisschen mehr Defense. Und danach können wir vielleicht auf Speed gehen. Oh, noch mehr Ressourcensammler. Rohstoffsammelschiff aus der Vagel-Flotte. Copy. Das stimmt mich jetzt ein bisschen. Ein klein wenig misstrauisch. Nicht, dass er hier oben gleich entdeckt, dass ich da am Sammeln bin. Upgrade complete. Coordinates confirmed. On our way. Insufficient resources. Upgrades. Jo, das ist in Ordnung. Reporting. So, dann will ich mal sagen, Gruppen zuweisen. Marine-Fregatten. Ihr. Standing by. Plus Roger. Ihr seid Team 2. Designated. Und. Destination locked in. Roger. Ready. 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 So, die Abfangjäger plus alle Edis macht Team 1. Group 2 standing by. Group 2 copy. 3. Group 3. Ah, okay. Roger. Standing by. Und die Elite-Bomber natürlich ist Gruppe 3. Group 3 designated. Group 1 plus ihr. Roger. Group 1 reinforced. So, dann bauen wir jetzt auf jeden Fall nochmal eben eine Formation auf. Ein bisschen hier in die Richtung. Repairs are nearing completion. Time is running out. Yo! Got it. Ein verbessertes Ordnungssystem haben wir bei dem Dingens gebaut. Wir bauen nochmal eben eine Sonde. Copy. So, nähert euch langsam, aber bestimmt. Platt machen, übernehmen. Machen wir gleich ähnliches. Schafft. Probe complete. Yeah. Mothership. Mothership. So, da ist die Probe. Gehen wir jetzt so seitlich ran. Probe away. Upgrade complete. Acknowledged. Strike group moving into position. Yes. Sehr zart, dass ihr euch in Position bringt. Bevor sie repariert ist. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel das noch hat. Die Hälfte hat das noch und dann sagt sie mir, das ist gleich hier fertig repariert. Ich wette, wenn ich nah genug ran bin. Ah, Kikis, da sind auf jeden Fall auch noch Fregatten. Eine Weigel-Flotte, ein Trägerschiff und ein Mutterschiff. Surveillance data available. Schau mal schön nach ran. Ionenfregatten kann ich noch nicht bauen, ne? Nee, das wäre auch zu schön gewesen. Ich darf auch gar nicht mehr so viel bauen. 3 Plätze habe ich nur noch frei und die will ich aber gerne für die Ionenfregatten verwenden. Standing by. So, Torpedofregatten. Reporting. Target confirmed. Könnt ihr schon drauf feuern? Von der Position aus? Ready. Ja, der Rest geht einfach mal mit. Das ist auf jeden Fall wirklich nett von euch, dass ihr den Rest meiner Armada so ignoriert. So. Strike Group aufgelöst und alle Festruf. Group 4. Group 4. Reporting. Laser Corvette. Group 1. Fliegt auch mal hierhin zum Aufmischen. Group 4. Ihr fliegt dahin und ihr fliegt dahin. Raketenfregatten nehme ich doch mal gerne mit. Jawoll. Ja, das bleibt auch nicht aus, aber haben wir gleich noch eine Angriffsfregatte und eine Raketenfregatte mehr. Group 4, ihr seid fast da, nicht aufgeben. Jetzt schießt auf meine Probe, jetzt wo ich hier mit ein paar Jägern und so was am Start bin. Marine Frigate under attack. Oh, hier vorrangt. Group 2 standing by. Attack vector laid in. Group 3 copies. Intercept course. So, Group 4 hat gleich erfolgreich eingenommen. Group 4 standing by. Group 1 copies. Heavy fire confirmed.
Engineering reports damage. Group 2. Group 3, standing by. Meine Abfangjäger haben schwere Verluste. Oh, die Marinefregatte, die sieht nicht mehr so gut aus. Ja, habe ich es doch gewusst. Was machst du da? Ah gut, du bist gleich fertig. Yes! Zack, unsers. The bridge is ours. Friendlies under fire, moving in. This is a cakewalk. Interceptor squadron under attack. We're going in. Ready. Moving to intercept. So, du hast ihn ja gar nicht verklickt. Standing by. Encountering light resistance. Und nicht kaputt schießen. Drawing heavy fire. Ja, das ist jetzt gleich unseres. All your base are belong to us. Wir haben tatsächlich jetzt hier ein Mothership-Class-Ship von den Vagal, was wir gerade richtig zerlegen. Steht zwar Raumdock, aber jetzt sieht halt aus schon wie ein Mutterschiff. Das sieht man noch gerne. Immer feste, drauf, hervorragend, ihr macht das schon. Für Schlachtschiffe hat er da Anlagen? Hier ist es Maria. Da dürfte er gleich... regeneriert sich gerade ein wenig. Aber das Schiff selber ist gleich sowieso komplett hinüber. Yes! GG! Also man ist bei den Hummel 2 Missionen auf jeden Fall... Ah, da ist sie weg. Da geht auch das Schiff drauf. Man ist auf jeden Fall mehr und durchgehend beschäftigt als in Humboldt 1. Anspruchsvoller ist es. Oh ja. The enemy command station has been neutralized. We can now safely move forward into the Genna asteroid field undetected. Sehr gut. Oracle coordinates locked in. Ja, das Orakel ist unser Ziel. Wir wollen nämlich noch mehr herausfinden über die drei Überraumsprungkerne. Einen haben wir, einen haben die Ventusi und einen haben die Vagal, die jetzt gerade so dick den Krieg anzetteln. Yeah.